Der Handelskrieg und ziemlich miese Zahlen, das bestimmt das Geschehen zumindest an der Wall Street, während der DAX heute ein neues Jahreshoch erreicht hat und gar nicht mehr so weit vom Allzeithoch entfernt war. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Beim DAX war es vor allem der Autosektor, der den deutschen Leitindex nach oben gezogen hat, nach besser als befürchteten Pkw-Zulassungen in der Eurozone. Das hat nochmal zu einem Ausbruch geführt, nachdem der deutsche Leitindex ja zuvor so ein bisschen, naja, nicht mehr richtig aus dem Quark kam, obwohl die Wall Street ja vorher zugelegt hatte. Aber die Wall Street ist heute ein bisschen nachdenklich geworden. Und das hatte vor allem Gründe, weil hier dann eben Dinge rauskamen wie von Home Depot, ganz schwache Zahlen. Vor allem wurde der Ausblick gesenkt und der Chef von Home Depot hat dann im Conference Call, also in dem Gespräch mit Analysten, gesagt, ja, wir haben gesehen, dass jetzt im dritten Quartal die Zölle unsere Kosten angehoben haben und die Zölle sind ein Faktor, den wir schlecht kalkulieren können. Es ist dann die damit verbundene Unsicherheit vor allem, das werde ich in einer anderen Grafik gleich noch zeigen, die praktisch die ganze Geschichte so schwierig macht. Dann hatten wir Zahlen von Kohl's, riesiger Einzelhändler in den USA. Die Aktie über 16% abgestürzt, nachdem man den Ausblick weiter gesenkt hat. Also sowohl die Einzelhändler Kohl's als auch eben Home Depot. Home Depot ist praktisch der größte Heimausstatter, wenn man so will, der Welt. Das hat ein bisschen belastet. Und belastet hat dann auch Boeing, nachdem die Flugaufsicht oder die Behörde in den USA gesagt hat, naja, also diese 737er Flugzeuge, da gehört die 737 MAX dazu. Dazu gehören aber auch andere Serien 737 dazu. Die müssten eigentlich neu konstruiert werden und das könnte im Worst Case bedeuten, dass Boeing mehr als 7000 Flugzeuge neu bearbeiten muss oder zumindest irgendwie anders gestalten muss und das wäre natürlich der totale Super-GAU. Aber kommen wir zum Handelskrieg. Schauen wir uns mal das an, was da so der Fall ist. Wir haben natürlich wieder ein veritables Headline-Chaos heute. Wir hatten zunächst mal Xi Jinping, der nochmal klar macht, naja, ihr glaubt, die chinesische Wirtschaft ist schwach, die wächst aber stärker als die amerikanische. Xi Jinping ist ja der Chefredakteur der Global Times. Und dann sein Vermerk, naja, wenn ihr glaubt, dass wir größere Konzessionen machen, dann müsst ihr ziemlich lange warten, bis der Deal kommt. Dann müsst ihr warten, bis Ivanka Präsidentin ist. Also praktisch die Tochter von Donald Trump, dann hier Forex Live mit der bissigen Bemerkung, ja, wer ist denn zuerst dran, Donald Jr., also praktisch sein Sohn oder Ivanka, das ist praktisch so ein kleiner Verweis auf die dynastische Erbfolge, die sich Trump sicherlich gut vorstellen kann. Dann eben wieder Optimismus in Sachen Handelskrieg, nachdem praktisch hier gesagt wurde, naja, ein Deal ist nahe, oder wäre erreichbar, wenn wir uns wieder darauf besinnen, was wir im Mai eigentlich schon vereinbart hatten, nämlich dieser dann doch gescheiterte Deal im Mai, als plötzlich die Chinesen nichts mehr davon wissen wollten, von einer Unterschrift. Und das wäre sozusagen dann so eine Art Blaupause für die Rückabwicklung von Zöllen, ist so ein bisschen ins Blaue geschossen, denn beide Seiten, so heißt es in demselben Bericht, hätten aber enorme Schwierigkeiten, überhaupt wahrscheinlich so einen Phase-2-Deal zu unterzeichnen. Genau das wollen die Chinesen ja möglichst viel in diesen Phase-1-Deal reinpacken. There is widespread skepticism on both sides that the countries would ever reach a second phase agreement. Also es gibt weit verbreiteten Skeptizismus, weit verbreitete Skepsis, dass überhaupt ein Phase-2-Deal hier unterzeichnet werden kann. Und dann haben wir natürlich noch Sid Donald, der sich geäußert hat und gesagt hat, ja, passt's auf, ich werde die Zölle aber dann umso deutlicher anheben, wenn es keinen Phase-1-Deal gibt. Die Rabobank zum Beispiel, das wollte ich Ihnen hier noch zeigen, die sagt, naja, die Chinesen wollen praktisch jetzt oder haben signalisiert, dass sie Trump aussitzen wollen ein Stück weit. Naja, wir haben Zeit. Das Phänomen Zeit ist im Chinesischen eh ein anderes. Da hat man eine etwas längere Perspektive, einen größeren Horizont in Sachen Zeit. Die Amerikaner, das sagen auch Insider aus der chinesischen Delegation, wie man aus einigen Twitter-Kanälen erfährt, die wollen immer alles ganz schnell und hektisch. Während die chinesische Seite sagt, naja, lasst uns doch mal erst ein bisschen reden, die Dinge genauer überlegen. Genau das ist das Problem. Trump droht jedenfalls jetzt erstmal mit neuen Zöllen. Die Wall Street nimmt es ziemlich gelassen zur Kenntnis. Was haben wir noch? Schauen wir uns mal an, wer eigentlich der Profiteur ist von diesem Handelskrieg.
nämlich in erster Linie Vietnam. Das hat seine Exporte um fast 35% gesteigert innerhalb nur eines Jahres. Also die treten praktisch an die Stelle von China, denn viele verlegen dann ihre Produktion eben aus China raus, meist nach Vietnam, aber auch nach Taiwan zum Beispiel. In China ist die Produktion oder sind die Exporte Richtung USA ja um über 13% gefallen. Wer ist denn betroffen von dieser Unsicherheit oder was sind die Hauptfaktoren? Da sehen wir, es ist vor allem die Unsicherheit hier, dieser ockerfarbene Balken, der sozusagen die ganze Geschichte am schwierigsten macht, weil niemand genau weiß, was wird kommen, wie kann ich planen, was muss ich tun. Das ist sozusagen der Hauptfaktor, warum dann möglicherweise die Weltwirtschaft mehr als 1% wird einbüßen müssen, wenn die Dinge weiter eskalieren. In Sachen Autos, da gab es ja großen Optimismus heute nach den Zahlen, aber hier S&P hatte dann in einer Analyse, die heute veröffentlicht wurde, praktisch gesagt, der Autosektor wird sich auch in 2020 nicht erholen. Das hat dann die Euphorie so ein bisschen abgekühlt, die jetzt der Fall war. Und schauen wir uns noch diese Grafik an. Das passt eigentlich zum Handelskrieg, um da nochmal zurückzukommen. Hier sehen wir die Wahrscheinlichkeit von Predict It, das ist eine amerikanische Wettplattform. Wie wahrscheinlich ist ein Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping noch vor dem 31. des Jahres? Und wir sehen, da ist man ziemlich abgestürzt in den letzten Tagen auf nur noch 35%. Und Jim Bianco sagt, ein begnadeter Analyst, sagt, das ist so ein bisschen ein Proxy. Wenn das auf die Märkte, auf die Aktienmärkte übergreift, dann müssten die vielleicht nochmal nachdenklich werden. Schauen wir uns mal die Dinge an, wie sie sich derzeit darstellen. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones, der es erfolgreich geschafft hat, die 28.000er-Marke von oben kommend wieder zu durchschreiten. Wir haben diese Boeing-Nachricht, wir haben Home Depot, die sind im Dow Jones. Das belastet alles ein bisschen, nachdem wir im Hoch heute schon bei 28.160 auf Future-Basis im Mindesten gewesen waren. Schauen wir uns die anderen Indizes an. Wir sehen den S&P 500, die Charts, by the way, von Capital.com bei 3.120, ziemlich exakt. Wir sehen, dass der Nasdaq sich ein bisschen besser hält, 8.341 Pünktchen. Und wir sehen diese doch relativ starke Kursbewegung vom DAX, der fast schon in Richtung 13.400 unterwegs war, aber dann doch ein bisschen Federn hat lassen müssen. Fehlausbruch, das ist die große Frage. Der Index war lange auf hohem Niveau nach dem vorigen Anstieg in einer Seitwärtszone. Dann der Ausbruch, alle reden nur noch vom Allzeithoch, das ja bald erreicht wird. Und jetzt sind wir aber wieder einen Schnaps tiefer. Wir sehen Euro-Dollar, der sich gut halten kann, 1,1081. Die Märkte vermuten, riechen, dass Donald Trump den Dollar schwächen will. Deswegen gestern sein Treffen mit der Fed-Chef Trump ist so die Überlegung. Was aber da besprochen wurde, bleibt denn nach wie vor unklar. Wir sehen, dass der Goldpreis sich gut hält, vergleichsweise gut, 1474, und das amerikanische Crude Oil, das kommt heute unter Druck, scheint aus einer Phase des leichten Aufwärtstrends jetzt rauszuplumpsen, wäre keine gute Nachricht für die Aktienmärkte, denn Öl ist oft ein Frühindikator für das, was dann an den Aktienmärkten passiert. Wir werden sehen, Headline-Chaos nach wie vor in Sachen Handelskrieg, da ist alles unklar. Nach wie vor scheint zumindest eines klar, die Differenzen sind groß. Man kann sich ja nicht mal praktisch einigen über das, was die Amerikaner an Landwirtschaftsprodukten kaufen. Das ist normalerweise wirklich die allerleichteste Übung. Wie kann man sich dann einigen in den viel schwierigeren Bereichen? Das ist die große Frage. Die Märkte sind immer noch optimistisch, glauben immer noch an den Deal, meinen, dass sie ein dickes Netz der Sicherheit unter ihren Hintern gespannt haben in Gestalt der Fed. Was soll da schon schief gehen? Die Complacency ist gigantisch. Wir haben Extremwerte, wie wir sie selten gesehen haben. Ich wollte Ihnen vielleicht hier noch diese Grafik zeigen. Wir haben jetzt bis gestern 7 Anstiege infolge des S&P 500 gehabt. Also praktisch von der Eröffnung, Kassaeröffnung bis zu Kassaschluss. Das ist eine der ganz seltenen Perioden, wo das sogar mit neuen Allzeithochs einhergegangen ist. Nämlich gab es 5 Stück bis rückgehend 1996, relativ rar. Und wenn wir uns mal hier anschauen, wie der Tech-Sektor bewertet ist im Trailing 12-Month Price-Earnings-Ratio, also praktisch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, derzeit bei 24,75. Damit sind wir in der obersten Perzentile, nämlich bei 99,6%. Nur in den 0,4% der historischen Fälle war der Index oder waren die Tech-Werte noch teurer bewertet. Wir sehen hier absteigend, dann kommen gleich Utilities, also Versorger, eher defensiv Consumer Staples, Consumer Discretionary, am billigsten die Finanzwerte und die Energiewerte und Materials.
Das ist noch einigermaßen bewertet, hat man das Gefühl, aber diese Tech-Geschichte ist sozusagen schon so aus dem Ruder gelaufen, dass es nur noch kracht. Kracht es an den Märkten? Wir werden sehen, der Fed-Put wird uns alle retten, meine Damen und Herren. Dass möglicherweise die Notenbanken gute Gründe haben, in Panik zu verfallen, ist eine andere Frage, die man sich besser jetzt nicht stellt, weil man einen schönen Feierabend haben möchte. Und den wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.